Horrorunfall am Himmel. Hier stürzt gerade ein Heißluftballon in die Tiefe. Bei dem Absturz in Albuquerque im Bundesstaat New Mexico, USA, sterben alle 5 Insassen. Laut der örtlichen Polizei habe der Ballon eine Starkstromleitung gerammt. Daraufhin sei die Gondel vom eigentlichen Ballon getrennt worden und aus rund 30 Metern Höhe ungebremst auf eine vielbefahrene Straße gestürzt. Dort fing sie dann sofort Feuer. Videoaufnahmen zeigen, wie der Ballon ohne die Gondel weiterfliegt und dann auf einem Hausdach landet. When we heard a loud bang, my reaction was to tell my girl to get down, because I didn't know if someone was shooting or what. So I looked up and I just seen the balloon, and she's like screaming, everyone's screaming, the balloon, and it was by itself. I was like, well, where's the basket? 4 Menschen sterben noch am Unglücksort. Ein weiteres schwer verletztes Opfer wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht. Dort starb es aber ebenfalls später. Wegen des Zusammenpralls mit der Leitung kam es in der Umgebung zu Stromausfällen. Die Ursache des Absturzes wird weiterhin untersucht. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.